Es war eigenen Angaben nach nie sein Ziel oder gar ein Punkt auf seinem Karriereplan. Doch jetzt, wo sich der neue TV-Bachelor Dominik Stuckmann doch in das Dating-Abenteuer stürzt, macht er das mit einer klaren Regel im Hinterkopf. Er habe sich vorgenommen, mit keiner Frau zu schlafen, sagte Dominik der Bild. Sex vor der Kamera geht für mich eigentlich nicht. Bleibt abzuwarten, ob sich der 29-Jährige letztlich an sein Vorhaben hält. Während der Dreharbeiten, insbesondere bei den Dream Dates, soll das eine oder andere Schäferstündchen in der Vergangenheit ja bereits stattgefunden haben. Dominik gibt jedoch an, dass ihm Sex zwar wichtig sei, jedoch nicht über allem stehe. Wer ein schnelles Abenteuer sucht, der ist bei Dominik und damit auch beim Bachelor 2022 falsch. Denn der Sunnyboy betont, er sei ganz klar der Beziehungstyp. Dominik weiter: Ich will keine Frau einfach nur abschleppen. Das bringt mir auch nichts. One-Night-Stands seien nicht sein Ding. Was sonst noch für den auf Gran Canaria lebenden Geschäftsmann spricht? Seine Auserwählte müsste für ihn nicht auswandern. Ich bin eher ein Frankfurter Junge mit Zweitwohnsitz, stellt Dominik klar. Wenn die Liebe es will, gehe ich gerne wieder zurück nach Deutschland.